live nicht besuchen. Ich habe heute zwei Gegenstände mitgenommen. Ich glaube, dass die beiden Gegenstände etwas ganz Wichtiges zum Ausdruck bringen, wo eigentlich ja, so einen wichtigen Teil von unserem Leben mit Gott zum Ausdruck bringt. Das ist mal die wunderschöne Krone. Wir sind Königskinder. In dem Moment, wo wir uns entscheiden, mit Jesus zu leben, werden wir zu Königskinder. Königskind sein heisst auch, wir sind Beschenkte. Gott hat uns beschenkt. Er hat uns Vergebung gegeben. Er hat uns ein neues Leben geschenkt. Und der Johannes sagt im Johannesevangelium, wir haben von ihm bekommen Gnade um Gnade. Wir haben empfangen Gnade um Gnade, Geschenk um Geschenk. Aber ich habe noch einen anderen Gegenstand mitgenommen. Das ist der Schurz hier. Ich lege den mal an, weil er bringt eben etwas ganz Wichtiges zum Ausdruck. Ganz ehrlich gesagt, passt mir die Krone fast besser als der Schurz. Ist mir sympathischer. Ich hocke lieber auf dem Thron, als dass ich den Schurz annehme. Vor kurzem habe ich ein Erlebnis gemacht, bin daheim gehockt, habe das Radio angelassen, ein Internetradio, und habe dort einen christlichen amerikanischen Sender eingestellt. Und da sind verschiedene Zeugnisse gekommen von Leuten, die Gott erlebt haben. Die einen haben erzählt, wie sie geheilt wurden, andere, wie sich Gott um sie kümmert, wie ihre Ehe wieder ins Lot ist gekommen, wie Gott sie materiell gesegnet hat, wie sie Geborgenheit erlebt hat und so weiter, wie Gott ihnen Frieden geschenkt hat. Und ich habe so zugelassen, es hat noch ein paar Inputs gegeben, die das Ganze unterstrichen haben. Und habe für mich gedacht, das Ganze ist irgendwie einseitig. Es stimmt ja schon, was die sagen. Ich freue mich auch über das, was sie erzählen. Aber ist das wirklich das Evangelium, so wie es die Bibel beschreibt? Sind wir dazu berufen, einfach so als Könige auf dem Thron zu hocken und uns von Gott zu beschenken? Ist das nicht aber ganz einseitig, was da erzählt wird? Wenn wir in die Bibel hineinschauen, sehen wir, dass die Apostel, gerade wenn sie ihre Briefe anfangen, Paulus zum Beispiel im Römerbrief im ersten Vers zum Ausdruck bringt, ich bin ein Sklave von Gott. Der Petrus sagt das Gleiche und andere sagen das so. Wir sind Sklaven von Gott. Wir gehören nicht mehr uns, sondern wir gehören jetzt dem Gott. Wir sind dazu berufen, mit unserem Leben ihn zu ehren. Jesus hat mal ein Gleichnis erzählt. Er hat erzählt von einem Knecht, der den ganzen Tag auf dem Feld gearbeitet hat. Und am Abend kommt er rein zu seinem Herr. Und der Herr sagt ihm nicht, jetzt hock her, ich mache dir die Nacht. Sondern er befiehlt ihm, dass er die Nacht macht, dass er ihm die Nacht auftischt. Und ganz am Schluss darf der Knecht selber auch noch herhocken und etwas essen. Genau das ist unsere Situation. Jesus sagt, wir sind schuldig, Gott zu dienen mit unserem Leben. Der Paulus sagt, was auch immer das ihr tut, ob ihr esst oder trinkt oder sonst irgendetwas macht, tut alles zur Ehre von Gott. Oder im Römer 6, 22 lesen wir, dass Gott uns von der Sünde frei gemacht hat und dass wir jetzt Gottes Sklaven sind worden. Wir sind nicht nur ein Königskind, das stimmt natürlich auch, wir sind Königskind, aber wir sind auch Sklaven von unserem Gott. Dazu berufen, ihm zu dienen. Es geht nicht mehr in erster Linie um unsere Wünsche, um unseren Willen, sondern um das, was Gott von uns möchte. Und so oft haben wir den Spieß umgedreht und verlangen, dass Gott all unsere Bedürfnisse stellt, dass er uns segnet und wir sind unzufrieden, wenn er es nicht tut. Aber Freunde, liebe Leute, liebe Live nicht besuchen, wir haben Schurz bekommen. Wir sind dazu berufen, dem Gott zu dienen. Jetzt denkt ihr vielleicht, das ist jetzt nicht so eine ermutigende Botschaft heute. Ich glaube, es ist eben doch eine ganz gute Botschaft. Jesus sagt, so wie ich euch dient, dient ihr einander. Wenn ihr das macht, dann werdet ihr glückselig sein. Wir können das nachlesen im Johannes im 13. Kapitel. Wir werden glückselig sein. Wir werden echt tiefes Glück erleben, wenn wir anfangen, zur Ehre von diesem Gott zu leben und nicht in erster Linie fragen, wie kann Gott uns Gutes tun, sondern wie können wir Gott Gutes tun? Wie können wir ihn ehren? Wie können wir ihn gross machen? Der Paulus bringt es auf den Punkt im Philipperbrief, Vers 20, in dem er sagt, die Hauptsache Gott wird durch mein Leben geehrt. Sei das der Leben oder sei das schlussendlich oder der Tod. Die Hauptsache Gott wird geehrt. Um das geht's. Ich und Thomas sind Königskind.
aber gleichzeitig haben wir das grosse Vorrecht, Diener vom lebendigen Gott zu sein. Mögt ihr das Glück von dem Diener sein, ganz neu erleben, das wünsche ich mir für euch und für mich.